Werfen wir einen Blick auf den Ariser Go, kurz Argo. Dieses Gerät ist das tragbarste und handlichste Gerät, das je von Ariser hergestellt wurde und verspricht die gleiche klassische Dampfqualität zu liefern, für die der legendäre Hersteller so bekannt ist. In der Box findest du einen Ariser Go Vaporizer, zwei Glasaromaröhrchen, zwei Kappen, ein Packwerkzeug, vier Siebe, ein USB-Ladegerät, einen Wandadapter, eine Bedienungsanleitung und eine Tragetasche. Und wenn du bei uns bestellst, erhältst du optional einen Zeus Bolt Grinder aus anodisiertem Aluminium dazu. Das erste, was du mit dem Gerät machen solltest, ist es zu sterilisieren. Halte dazu sowohl die Menütaste als auch die Plus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Dann benutze die Plus-Taste, um das Gerät auf die höchste Temperatur zu bringen, die 220 Grad Celsius beträgt. Der Go wird sich automatisch aufheizen, also warte ab, bis er einen vollen Zyklus durchlaufen hat. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab, sodass du diesen Vorgang noch einmal wiederholen musst, um die Sterilisation abzuschließen. Dadurch werden alle Herstellungsöle, die durch das Zusammensetzen der Einheit in das Innere des Geräts gelangt sein könnten, entfernt. Sobald du mit der Sterilisation fertig bist, kannst du deinen Argo mit frisch gemahlenen Kräutern beladen. Für die Zerkleinerung deiner Kräuter empfehlen wir immer den Zeus Bolt Grinder. Der Bolt Grinder wurde dazu entwickelt, deine Kräuter auf die perfekte Konsistenz für die Verdampfung zu zerkleinern. Das bedeutet, dass es fein genug ist, um im Inneren des Geräts richtig verdampft zu werden, aber nicht so fein, dass Material durch die Siebe verloren geht. Um dein Gerät zu beladen, packe frisch gemahlenes Pflanzenmaterial in die Schale deines Glasaromaröhrchens, sodass es fest sitzt, aber nicht zu fest, um den Luftstrom zu behindern. Als nächstes schiebe deine Glasaromaröhre in die Heizkammer und schon bist du bereit zum Verdampfen. Der Ariser Go verfügt über eine präzise Temperaturregelung, die du durch Drücken der Plus- und Minustasten auf der Vorderseite des Gerätes individuell einstellen kannst. Du kannst die Soll- und Ist-Temperatur des Geräts auf dem LED-Bildschirm ablesen und zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten, indem du mit der Menütaste durch die Optionsbildschirme blätterst, bis du den Temperaturanzeigebildschirm findest. Mit der Plus-Taste kannst du zwischen den beiden Einheiten umschalten. Das Gerät kann zwischen 50 und 220 Grad Celsius eingestellt werden und nach dem Einschalten beginnt es zu heizen, sobald du eine Taste zur Temperaturanpassung drückst. Für beste Ergebnisse empfehlen wir, zwischen 190 und 210 Grad Celsius zu verdampfen. Um das Ganze abzuschließen, lass uns über einige der Hauptmerkmale des Argo sprechen, die ihn zu einem so herausragenden Gerät machen. Das erste ist, wie tragbar und diskret das Gerät ist. Mit dem Mundstückschutz nach oben passt es wie ein altes Handy in die Tasche und liegt bequem in der Hand. Es eignet sich besonders gut für diskrete Sitzungen unterwegs. Der zweite Grund ist die einfache Handhabung des Argo. Dieses Gerät verfügt über separate Funktionstasten und ein klares LED-Display. Es ist einfach zu laden und zu reinigen und seine simple Funktionalität macht es zu einer soliden Wahl, gleichermaßen für Anfänger und echte Kenner. Und schließlich der Glasdampfpfad, der wirklich dazu beiträgt, den Geschmack deiner Kräuter zu erhalten und den Dampf, der durch den langen Stiel fließt, abzukühlen. Der Ariser Go füllt die bekannte Lücke in der Ariser-Produktlinie hinsichtlich der Tragbarkeit, indem er das Glasdampfröhrchen im Inneren des Gerätes lässt, anstatt es ausziehbar zu machen, und eignet sich für diejenigen, die einen hochwertigen Vaporizer suchen, der einfach zu bedienen ist und geschmackvollen, befriedigenden Dampf bietet. Ich bin Kevin für T-Vape TV. Danke fürs Vorbeikommen und für alle Kenner da draußen, keep vapin'!